So. Hoch. Und runter wahrscheinlich auch noch, ne? Ja, runter auch noch. Ja, okay, okay. Boah, es wird interessant aussehen. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Und zwar baue ich das jetzt so. Und da wieder runter. Damit hier auch eine Versorgung ist von Eisen und Kupfer. So. Und dann kommt hier in der Mitte das mit den Batterien und dem Plastik rein. Das heißt, alles wird ausgelastet sein. Überall sind Fließbänder. Sehr schön. Du Lampe. Oh, ich habe das Muster hier gar nicht benutzt. Das müssen wir ändern. So. Was? Hier sind doch auch schon wieder Fehler drin. Ah ne, die habe ich. Die hatten gar kein Muster, weil sie ja so komisch positioniert waren, die Lavafelder. 1, 2, 3 Abstand. Hier Lampe. So. Wir werden angegriffen. Diesmal schießen aber 3 Türme. An derselben Stelle. Okay, damit kann ich arbeiten. Damit kann ich arbeiten. Bau 14 Lasertürme. Das könnte reichen. Du. Da. Da. 1, 2, 3 Abstand. Hier könnte theoretisch Licht hin, aber praktisch ist da ein Fließband gleich. So. Du. Da drum. Du. Da drum. Okay, also du brauchst jetzt Eisen. Eisen von da hinten. Das könntest du dir eigentlich einfach so nehmen. Wenn du denn Glück hast und irgendwann mal was abbekommst. So, dann grüne Chips. Grüne Chips bräuchten wir von hier. Das heißt, wir lassen die mal hier reinfahren. Was brauchen die? Die da, die brauchen auch grüne Chips. Das heißt, ich hätte ganz gerne hier drin grüne Chips. Das ist doch machbar. Wenn auch interessant. Aber ich habe langsam echt gut Übung da drin, so komischen Wuselkonstruktionen zu basteln. Und genau deswegen habe ich mich ja auch im letzten Leben dazu gezwungen, das mit diesen Lebenslinien zu machen. Weil nur wenn man Sachen macht, die man eigentlich nicht gerne macht, setzt man sich dabei auseinander und lernt dadurch. So, also du nimm mal von da bis nach da Eisen. Das heißt, du kannst... Oh, falsch rum. Du nimmst von da und bringst nach da. Das heißt, Eisen kommt irgendwann mal für euch da an. Kann von dem Arm hier genommen werden und weiter gelbe Ärmchen herzustellen. Okay. Das heißt, ich brauche mehr Platz, also weiter nach oben. So. Hier kommt dann es muss eigentlich tiefer. Aber dann kriegt das Ärmchen wieder kein Eisen ab. Ja, nee, teste ich erstmal so. Also, ein Splitter. Bam. Dann müssen wir hier nochmal Untergrundpelz, aber diesmal in die andere Richtung. So. Läuft alles? Läuft alles. Warum ist da ein Zahnrad? So. Du läufst dann hier rum. Gehst dann hier unterirdisch, damit das... Geh einfach unterirdisch. Geh darum. Darum, darum, darum. Dann kann sich hier ein Ärmchen das schnappen. Und da ein Ärmchen da schnappen. Warum ist da schon wieder ein Zahnrad? Wo kommen die Zahnräder her, verdammt? Oh, von den Splittern. Das ist nicht gut. Ich habe vergessen, dass auf den inneren Dingern auch noch Zahnräder laufen. Dann müssen wir es anders lösen. Kein Problem, kein Problem. Ich bin flexibel. So. Dann bau doch mal bitte das eine schnelle, intelligente Ärmchen hier. Das schnappt sich von da die Sachen. Und zwar nur grüne Chips. Und das legt das dann auf ein Belt hier. Und dann klappt das Ganze halt einfach so. Das heißt, wir brauchen noch mehr Untergrundbelts und dafür haben wir kein Eisen. Gib mir Eisen. Untergrundpelz. Weil der muss von unten das... Warte mal. Batterien kommen jetzt, ne? Von unten. Oh, das ist sehr schön. Warte. So. Dann haben wir nämlich jetzt, wenn ich das Ganze so rum mache,
haben wir auf der rechten Seite die grünen Chips und auf der linken Seite landen dann gleich die Batterien, die von unten kommen. Das heißt, waren noch Batterien, oder? Oh, wir brauchten mehr Batterien. Hier sind blaue Ärmchen, die brauchen keine Batterien. Ach so, die müssen nur bis hier kommen. Das ist ja langweilig. Also hier musste Plastik hin. Und in die hellblauen Trankfabriken. Da müssen die Batterien hin. Also ja, das ist ja ganz albern. Das heißt, wir können sowohl Plastik als auch Batterien einfach hier reinschieben und dann ist gut. Meh. Wo ist denn da der Spaß? So, wir brauchen aber immer noch die Ärmchen hier. Warum staunen die sich eigentlich nie? Also ja, weil wir alles zu grünen Tränken verballern, aber die grünen Tränke müssen sich doch auch... Oh, die staunen sich, ja, das ist gut. Ja, weil ich keine hellblauen Tränke da unten nachschmeiße. Das ist... Die ganze Forschung arbeitet gerade nicht. Aber das ignorieren wir einfach mal gekonnt. Trotzdem müssten die sich irgendwann... Was? Das ist auch eine Art der Arbeitsbeschäftigung. Es sind zwei Ärmchen. Die wandern immer im Kreis. Also werden gerade gar keine... Oh, da kommt ein neuer. Ja, das irritiert die Ärmchen. Die Kiste lasse ich. Okay, also ab und an kommt mal ein Ärmchen durch. Aber die werden viel zu langsam hergestellt. Und es wird an den Zahnrädern mangeln. Das heißt, es mangelt an der Eisenversorgung, wie immer. Ja. Wo, wie kommt das Eisen eigentlich hier auf das Fließband? Von da unten. Von da. Okay. Und ihr stellt immer noch Stahl her? Achso, weil ihr hier auch noch 200 voll machen wollt. Ihr seid so gierig. Da. Ja, mach mal. Irgendwann muss ich das staunen. Tränke werden gebraut. Also. Ich gehe davon aus, dass ich eigentlich irgendwann mal hier die Ärmchen stauen müssten. Das heißt, ich sollte eigentlich irgendwo anders Eisenplatten klauen. Zum Beispiel hier. Ich hoffe, ihr puffert euch nicht so groß. Nein. Und die denn hier reinschmeißen. So. So, stell mal ganz viele Eisenzahnräder her. Habe ich Eisenzahnräder aufgesammelt? Ja, schmeißt die mal bitte hier rein. Weil, wenn sich die irgendwann mal hier stauen sollten, dann hat die Pufferkiste auch einen Zweck. Und dann können wir nämlich von der Pufferkiste das abzwacken. Und ich brauche hier oben Licht. Und dafür habe ich kein Eis mehr. Und keine grünen Chips. So. Ein Licht bitte. Danke. Du da. Hier. Oh. Also eigentlich... Angriff. Drei Türme schießen. Okay. Wie viele Türme habe ich gebaut? Da, 10 Stück. Die sollte ich auch gleich mal setzen. Also eigentlich brauchen wir die ganze Fließbandreihe hier überhaupt nicht. Die tut nämlich nichts. Aber pst. Ist okay. Ist ein Muster. Da. So rum. So rum. Nicht immer darauf stellen. So. Doofer Baum im Weg. Dich kommt auch noch weg. So, ich sollte jetzt mal demnächst das Ding ins holen, ne? Das Plastik und die Batterien, sonst kommen wir da nicht weiter. Und während wir gerade da sind, kann ich dann auch die 10 Lasertürme setzen. Oh, da hat jemand keine Kohle. Hm, bitteschön. Ja, hier müssen wir auch noch viel arbeiten, weil Kupfer kommt momentan überhaupt nicht hinterher. Ja, es versickert auch immer alles. Ich kann hier unten rumlaufen. Sehr schön. Genau, Lasertürme zuerst. Da. Ich bin versucht, recht viele hier oben hinzusetzen, aber ich denke, die werden irgendwann auch von woanders angreifen. Also mache ich mal das so, dass wir ein paar Türme hier haben und fange dann weiter an, immer jeweils einen hinzusetzen. Damit hier wenigstens eine durchgehende Abdeckung ist. Da hinten hatten wir richtig, richtig viele Türme gesetzt, ne? Bei dem Pinöpel da hinten. Ja, hatten wir. Okay.
Okay, das heißt, wo verteidigen wir als nächstes? Da, oder? Also ja, eigentlich müssten wir hier irgendwo zumachen, aber mal ernsthaft. Werden die von da durchgelaufen kommen? Ich weiß ja nicht. Du bist auch falsch gesetzt, hä? Huh? Die waren jetzt alle richtig. Die hätte ich nachträglich neu gemacht. Ja. Ja, der da unten ist falsch. So. Das heißt, das da ist nicht die erste Mauer, sondern das ist die zweite Mauer. Aber das ist ja auch nur ein Detail. Sö. Sö. Schon müsste ich keine Türme mehr haben. Genau. Ein da. Ein da. Das ist eine sehr, sehr provisorische Verteidigung. Du kannst mal mitkommen. Die brauchen wir da nicht mehr. Das Eisen würde ich auch ganz gerne abbauen demnächst. Und das Gestein. Braucht mehr davon. So, du da, du da. Haben wir zufällig einen Bohrkopf dabei? Ja. Dahin. Dahin. Ja, machen wir hier auch das mit dem Eisen unten voll. So. Ach, wir können ja auch mit den großen Kisten arbeiten, ne? Ja, das ist super. Dann mach mal so und so und dann kriegst du eine große, große Stahlkiste. Plopp, die könnt ihr beide voll machen. Jo, guti. Guti, guti, guti. Und da oben dann noch einen. Das wird ein Spaß, das später abzutransportieren. Aber, ne, nicht mein Problem. So, weg, 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 weg. Wir wollten eigentlich das Fließband holen für Batterien und Plastik. Und wir haben nicht so super viele Fließbänder dabei, sehe ich gerade. Aber für den Anfang wird es reichen. Also, Plastik kommt drauf, Batterien kommen drauf, das ist gut. Dann lauft ihr hier lang. Du musst weg. Hoch. Angriff. Fünf Türme schießen. Okay, ich sollte mal bei Zeiten auch die Leichen da aufsammeln, weil die können wir jetzt zerlegen. Wo lassen wir euch am besten langlaufen? Eigentlich gar nicht unten rum, warte mal. Das läuft ja gar nicht unterirdisch. Wir lassen euch einfach parallel zu dem anderen nur entgegengesetzte Richtung langlaufen. Einfach hier lang. So. Hier ist die eigentliche Lebensader. Das heißt, ihr müsstet hier rüber und dann da irgendwo einen Knick machen und danach da gehen. Okay, das heißt, ihr geht da runter. Da hinten kommt ihr gar nicht an. Okay, dann schnelles unterirdisches Ding. Schnelles unterirdisches Ding. Da raus. Darum. Schmiegen wir uns mal ganz kurz an den Komplex hier ran. Gehen dann da weiter und haben keine Fließbänder mehr. Gib Fließbänder. So, da lang, da lang, da lang, da lang. Das ist jetzt ein wenig Verschwendung, was ich mache. Aber ich finde, es sieht schick aus. Fließband. Fließband. Fließband, Fließband. So. Und die Ressourcen, die mussten jetzt hier rein, richtig? Also du brauchtest das Plastik und du brauchst die Batterien. Das heißt, wir machen jetzt einfach hier einen Knick. So, sammeln die Ressourcen da auf. Dann gehst du unterirdisch, kommst da raus. Gehst dahin und bitteschön. Einmal für dich, einmal für dich. Ja, sehr gut. Du brauchst allerdings auch noch Draht. Das heißt, eigentlich sollte ich hier die Drahtfabrik kennen. Das ist schon mal nicht mehr so schön. Wie machen wir das denn am besten?
Also Draht sollte hier hin, damit von da hinten Draht genommen werden kann. Vor allem auch schnell und regelmäßig. Ich denke, ich mache das allerdings lieber. Einfach hier. Dum, dum, dum. Wir brauchen schnelle Ärmchen. Da. So, du stellst her Kupferdraht. Du nimmst da Ärmchen. Und ihr legt raus Tränke. Stahl braucht ihr auch noch. Was wollt ihr alle von mir? Also ja, ich muss noch eine Stahlschmelze hier reinbauen. Das ist... Ja, ist alles eine Herausforderung. Stahl. Also ja, wir haben hier Eisen. Also wir müssen einfach nur eine Schmelze irgendwo hier reinpressen. Irgendwo da, wo das Eisen lang fließt.